Grüß euch, meine Lieben, zum germanischen Wochenorakel. Vom Zeitpunkt ab, da ihr es euch anschaut, bis zum 9. Februar 2020. Ja, wir haben hier mehrere Figuren, wo ich einfach auch ein bisschen das anprangern möchte, was jetzt eigentlich auch passiert ist. Ja, im großen Ganzen sind sehr viele Bäume mitunter auch in Australien abgebrannt, dann hier mitunter sehr viele Kängurus gestorben, wo man hier vielleicht dann doch eine Spende geben kann, Schildkröten, die am Strand ihre Eier ablegen, die männlichen Küken, die geschreddert werden, für die es jetzt eine neue Lösung geben soll. Wie die aussehen wird, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall rentiert es sich jetzt definitiv, hier Bäume mit unterzupflanzen. Wir brauchen mehr denn je Menschen, die Bäume mitunter auch pflanzen, und ich möchte hier einfach auch die Verschmutzung der Weltmeere ein bisschen anprangern mit dieser singenden Koralle. Dürft ihr euch gern eine Figur auswählen? Und ich beginne erstmal mit der Krafttierkarte, Jokerkarte und spirituellen Geldbewusstseinskarte. So, okay, die Jokerkarte gibt uns mit. Oft steht ein universeller Lieferbote vor uns und wir weisen ihn zurück, weil wir nicht den Mut haben, eine neue Richtung einzuschlagen. Wenn wir jedoch auf den alten Weg bleiben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir an keinen neuen Ort gelangen. Die spirituelle Geldbewusstseinskarte. Ich ehre und wertschätze meine Kreativität und alle meine Ideen. Wie oft hast du dich dabei erwischt, dass du deine Idee weggeschoben und gesagt hast, zu teuer, zu ineffizient, das braucht niemand? Warum sind manche Menschen extrem erfolgreich und andere nicht? Also diesen Satz, wenn ich mit meinen Fliesen-Mosaik-Ideen kam, ja, es gibt ja auch Farben, wo man mit die Fliesen mitunter bemalen kann, ja, und dann sagt er, nee, braucht keiner, bla bla bla, und andere wurden berühmt damit, ja. Okay, jeder wirklich erfolgreiche Mensch hat eine Vision und lässt daraus seine Ideen entstehen. Es gibt nicht vieles auf dieser Welt, was ganz neu erfunden werden müsste. An sich ist bereits alles gesagt. Und doch wird dein ganz persönlicher Ausdruck von etwas, was schon tausendmal gesagt worden ist, zu etwas Wahrhaftigem von dir. Und was geschieht? Die Menschen wollen es haben. Diejenigen, die ständig den Trends hinterherjagen und nichts aus einer echten Herzensverbindung erwachsen lassen, werden niemals gehaltvolle Produkte erschaffen. Doch wenn echte Kreativität dazu kommt, wird ein Produkt oder eine Dienstleistung zu etwas besonders Wertvollem, das viele Menschen haben wollen, weil sie diesen Wert spüren. Ehre dich also mit deiner Kreativität und präge deine Ideen mit deiner Wahrhaftigkeit zu etwas ganz Besonderem.
Und als Kraftcheckkarte haben wir den Adler und er steht für spirituelles Selbstbewusstsein. Verbirg nicht länger deine spirituellen Anteile. Wenn du deinen geistigen Weg mit angemessenem Verständnis weitergehst, kommen wie von selbst wieder gesundes Selbstbewusstsein und Erfolg in dein Leben. Deine Affirmation: Ich gehe würdevoll und mit Respekt meinen spirituellen Weg, meinen Weg der Liebe und des Herzens. Sehr schön. Okay, meine Lieben, und ich werde jetzt auch schon mit der ersten Legung beginnen. Deine allgemeine Karte ist das goldene Zeitalter, die Ganzwerdung, die letzte Karte in diesem Kartendeck. Nach der Ragnarök. Mythos. Nachdem die alte Welt vernichtet wurde, steigt eine neue grüne Welt empor. Zwei Menschen, Liv und Lift Rasir, die sich im Geäst des Weltenbaumes versteckten und überlebten, konnten betreten dieses staunend, um sie neu zu bevölkern. Der Schöpfungskreis schließt sich und beginnt von neuem. Allgemein, die Karte verheißt den Beginn einer glücklichen Zeit und steht für die harmonische Verbindung von Körper, Geist und Seele. Gleichzeitig kann sie für ein erwachendes Bewusstsein stehen, das nun vielleicht sogar den entscheidenden Schritt auf den Weg zu seelischer Reife machen darf. Dazu mag ebenso das Entdecken der eigenen unverwechselbaren Identität gehören, wie die Gewissheit, jenen Platz im Leben gefunden zu haben, wo wir uns geografisch wie seelisch-emotional geborgen und zu Hause fühlen. Dinge, die zuvor unvereinbar schienen, finden zueinander und können auf einer höheren Ebene Neues entstehen lassen. Wir kommen zum Beruflichen. Wir haben hier Brünhild. Und sie steht für Entschlossenheit. Mythos. Brünhild ist eine Walküre und die Herrscherin von Island. Als große, kluge und starke Kämpferin hat sie das Gebot erlassen, nur denjenigen Mann zu ehelichen, der sie im fairen Kampf besiegt. Um bestehende Probleme am Arbeitsplatz zu lösen und klare Sachverhalte zu schaffen, sind entschlossenes Vorgehen, Wachsamkeit und Scharfsinn angesagt. Neue Ideen müssen mitunter durch geschicktes Agieren und kämpferischen Einsatz durchgeboxt werden. Doch Selbstdisziplin und geduldiges Ausharren führen zum Ziel. Bei den wiederholten Fehlschlägen lohnt es sich jedoch, die einmal gefassten Entschlüsse zumindest in Frage zu stellen. Zuweilen will das Schicksal nämlich nicht nur
unsere Durchsetzungskraft prüfen, sondern uns auf diese Weise auch daran erinnern, dass nicht alle Pläne automatisch ein Anrecht auf Erfüllung finden. Auch Alternativen oder Kompromisse können ans Ziel führen, dass wir dabei ja nicht aus dem Auge verlieren müssen. Okay, und wir kommen zum Thema Liebe für dich. Hier habe ich leider den Berserker. Aggressivität. Mythos. Die Berserker waren Männer, die sich im Kampf durch besondere Wildheit und Tapferkeit auszeichneten. Durch Beihilfe von Rauschgetränken verfielen sie in eine Art Kriegerwut und waren bereit, ihr Leben für den Stamm oder Führer hinzugeben. Ungestüme Eroberungsdrang, entfesselte Leidenschaft, alemannische Sexualität, kurz ziemliche Spannungen bestimmen das Spielfeld der Liebe. Mit diesen Energien ist nicht zu spaßen, da sie sich schnell jeglicher Kontrolle entziehen und in Abhängigkeiten führen können, die auch vor Gewalt und Erniedrigung nicht zurückschrecken. Ziehen wir die Karte für uns selbst, ermessen wir selbst am besten, auf welch brodelnden Dampfkochtopf wir sitzen. Wird die Karte für ein Gegenüber gezogen, ist taktvolles Agieren ratsam. Ich habe auch noch eine Amors-Botschaft mitunter für euch. Na, das ist doch schön. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Also diese Frau möchte sich tatsächlich an dich kuscheln. Ja, sie weiß ja jetzt nicht, ob du eher ein Brummbär bist, ja, oder ein Kuschelbär. Ich glaube schon, dass sie eher ein Kuschelbär haben möchte und ja, vielleicht manchmal eher kleine Schritte wie alles auf einmal, ja, sich auch so ein bisschen überraschen lassen. So, ich habe jetzt noch zwei Botschaften für dich. Ja, sie wirkt etwas unheimlich, Jenny Green Teas. Ja. Die Karte zeigt eine hexenhafte Wassernixe, die sich aus einem Fluss erhebt. Ihr Haar besteht aus Algen und auch ihre Zähne sind grün. Na, wir wollen ihr nicht unbedingt begegnen. Auch mit ihr zu arbeiten ist jetzt nicht empfohlen. Hier umgekehrt, wenn Jenny Green Teas umgekehrt in ihren Karten erscheint, ist es ein Hinweis auf ein notwendiges Opfer, auch wenn es unfreiwillig gebracht wird. Sie werden etwas aufgeben müssen, um etwas anderes zu bekommen. Vielleicht ist es tatsächlich diese Vorgehensweise im Bereich der Liebe. Ich drehe sie jetzt mal um. Und deine Einhornbotschaft. Öffnung. Eine neue Tür öffnet sich Ihnen.
Also vielleicht tatsächlich, wenn du an deinem Verhalten mitunter hier auch arbeitest, ja, dass du hier aus diesem Gefängnis mitunter auch rauskommst. Ja, die Tür steht dir mitunter auch offen. Also man ist bereit, sich für dich zu öffnen. Aber jetzt nicht mit dem plumpen Spruch nach 5 Minuten, ich habe mich in dich verliebt, hast du Bock auf Sex? Ja, wirst du wahrscheinlich nicht landen. Ne? Also vor allen Dingen nicht, wenn die Dame hier was auf sich hält und eher auf eine Beziehung aus ist, wie. Also, es gibt ja so den Spruch, die Männer haben den früher gesagt beim Grillen. Die nächste Schlampe steht schon an der nächsten Ampel bereit. Hoffentlich haben sie nicht Marlene Dietrich gemeint. Ja, gut. Die Einhörner bieten Ihnen eine neue Chance an. Werden Sie sich darüber klar, welche Möglichkeiten Sie zurzeit haben? Wenn Sie keine sehen können, erschaffen Sie sich Ihre eigenen Chancen. Affirmation: Ich packe alle sich mir bietenden Gelegenheiten beim Schopf und erschaffe meine eigene Chancen. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, Frauen, die etwas auf sich halten, lassen sich definitiv hier zu Faschingszeit nicht so einfach abschleppen, ja? Da muss schon mehr passieren. Da musst du dann definitiv bis nach Fasching warten. Weil sie wäre mit Sicherheit nicht erfreut, wenn du dann kommen würdest und ihr erzählst, ja, nächstes Wochenende war ich bei der und übernächstes Wochenende bei der. Genau. Diese Frauen möchten erobert werden. Wir kommen zu der nächsten Legung mit der Schildkröte. Hier habe ich für dich Yggdrasil, die Aufrichtigkeit. Mythos. Der gewaltige Baum stellt den zentralen Mittelpunkt im germanischen Weltbild dar, dessen Äste und Wurzeln in die neuen Welten auslaufen. Sein Gerüst entspricht auf mikrokosmischer Ebene dem menschlichen Rückgrat. Der Weltenbaum steht für die Ordnung und Struktur der kosmischen Gesetze und verlangt vor allem Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Drohen wir indes, uns auf unnatürliche Weise zu verbiegen, nur um nicht anzuecken oder um uns unaufrichtige bzw. lediglich sicherheitsversprechende Vorteile zu verschaffen, müssen wir ebenso auch mit unaufrichtigen Konsequenzen rechnen. Die Berücksichtigung alter, gewachsener Werte, das, was uns mit Kraft und Wonne erfüllt, sowie das Treffen von Entscheidungen aus der Mitte unseres Herzens verhelfen dazu, den Anstürmen des Lebens angstfreier gegenüberzutreten und ihnen aufrecht ins Antlitz zu blicken. Und wir kommen zu der beruflichen Karte. Hier haben wir Odin, die Herrschaft für dich. Dann dachte ich noch, ob ich die Figuren wechseln sollte. Ja, und jetzt habe ich jetzt diese kleine Figur aus Herr der Ringe hingesetzt. Na, er wurde aber auch beeinflusst von Schlangenzunge. Ja, jetzt wollen wir einfach mal reingucken,
was wir hier mitunter auch haben, würde auf jeden Fall, was jetzt Thema Schlangenzunge betrifft, auf die erste Karte so ein bisschen zutreffen, ne? Also, Mythos. Odin oder Wotan ist der oberste aller Assen, weilt in Asgard und wird auch der Göttervater genannt. Seine Gottin Frigg, deren gemeinsame Söhne Balder, Hermod und Bragi und Hödur sind. Hier klare Konzepte, ein scharfer Blick fürs Wesentliche und eine pragmatische Vorgehensweise zeichnen uns aus. Wenn wir wirklich wollen, verfügen wir über einen beachtlichen Einfluss und sollten uns nicht scheuen, ihn auch geltend zu machen, beziehungsweise die Initiative zu ergreifen. Durch vorausschauende Konzeption, Disziplin und Beharrlichkeit bauen wir unseren Wirkungsbereich aus und verdienen uns den Respekt sowie die aufrichtige Bewunderung unserer Mitmenschen, was uns zum Erfolg führen wird, zuweilen jedoch auch Neid auf den Plan ruft. Doch wer in der ersten Reihe steht, sich zeigt und handelt, macht auch Fehler. Und aus eben diesen dürfen wir lernen. Ja, da denke ich mir so manche Mittagsmedizin, so, ja, man steht da ja schon im Mittelpunkt, ja, im Fernsehen. Und wieso reden die da über Geltungssucht? Ja, wen meinen die, wer da tatsächlich im Vordergrund steht, ist wirklich definitiv die Person, die dann hier auch im Vordergrund steht. Oder war das die Sendung danach? Ah, gut, ich hatte nur so 3 Minuten mitbekommen, so zwischen Geschirr abtrocknen und dachte, was ist das jetzt? Was geht's da? Naja, gut, ist mir jetzt auch unerklärlich. Wollte mir den Text auch in unterschiedlichen Versionen auch aufschreiben, plötzlich war der ganze Text weg. Ne, so, naja, gut. Zum Thema Liebe habe ich 2 Karten. So, da dürft ihr noch mal neu wählen. Jetzt passt das hier mitunter auch mit den 2 Figuren. Aber welche Karte jetzt genau dahinter steht, kann ich euch nicht sagen. So, und ich drehe die erste um. Okay, ich habe die rechte Karte umgedreht und wir haben hier Vali, ist ein Sohn Odins, und der Riesin Rind. Nach seiner Geburt gilt sein einziges Interesse, den Tod seines Bruders Balder zu rächen. Und was man jetzt nicht sieht durch den Drohnen, der davor steht, hier haben wir die Ungeduld. In unseren Beziehungen zeichnet sich ein Bild ab, das von Anschuldigungen und Vorwürfen gekennzeichnet ist, die zu weiteren Verletzungen führen können. Geduld und Verständnis sind innerer Unruhe und Nervosität gewichen. Vielleicht sind wir es aber auch leid, immer wieder auf dieselben Spielchen und Muster hereinzufallen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden. Wer diesen Zustand beenden möchte, sollte sich fragen, was einen eigentlich wirklich nervt. Sind es nur die Eigenarten oder die
uneinsichtige Haltung unseres Gegenübers oder vielleicht doch unsere mangelnde Bereitschaft, ihm als unser gleichwertiges Spiegelbild zu akzeptieren, das sich auf unsere eigenen Bedürfnisse einfach nicht einstellen will. Na, man kann ja unterschiedliche Interessen haben, ja? Wenn die eine Person lieber zum Fußball geht oder zum Football und die andere Person dann doch lieber zum Fitness oder Joggen, na, diese Ausdauer brauchen ja beide, dann kann man ja auch zusammen joggen gehen, ja? Oder sich gemeinsam im Schlamm wäljern, so Wildwasserfahrt, ja, von mir aus, wenn da eure gemeinsamen Interessen liegen. Ja, ist ja auch was Schönes, wenn man gewisse Freiheiten mitunter auch hat. Man muss ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, ja, und es ist sich vielleicht auch langsam kennenlernen, also wo kommen wir denn da hin, ja, und so Gegensätze ziehen sich an, ja. Und dass der eine auf den anderen mitunter auch aufpasst. Ja? Ich habe auch eine Person kennengelernt und mit der kann man sehr viel Spaß haben. Ja, spontan. Und aber dann ging man dann das erste Mal gemeinsam miteinander weg. Dann musste man feststellen, man bleibt tatsächlich bis zum Schluss. Wieso? Wenn dann zwei Personen ähnlich gestrickt sind, ja, dass sie bleiben bis zum Schluss, dann kann das ewig dauern. Und da ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn einer sagt, du, okay, ja, wenn dann die Gegensätze da sind und sagen, du, ich möchte schon gehen, ja, gehst du mit? Dann sagt der eine entweder ja oder er sagt nein. Und auf der einen Seite sagt er vielleicht gerade, wenn es wirklich Spaß macht und lustig ist, und so, oh, nee, ich bleib da, ne? Oder die Dame sagt, nee, ich bleib da und eigentlich wäre es dann besser, man ginge dann gemeinsam heim, weil dann irgendwo dann auch das Maß erreicht ist, ja, und diese halbe Stunde oder eineinhalb Stunden, wo man dann vielleicht länger ist, war dann einfach auch zu viel. Ja, vielleicht, man verliert ja mit dem Alkoholpegel auch die Hemmungen und hat dann vielleicht jemand kennengelernt, der etwas aufdringlicher ist, was man eigentlich gar nicht wollte. Und ja, dass man vielleicht einfach auch früher mitunter heimgeht und am nächsten Tag nicht so einen dicken Kopf hat und noch Geld im Geldbeutel hat. Dass man sagen kann, gut, okay, ich habe da noch was vor und ich kann dann noch andere Dinge mitunter unternehmen. Ja. Na, ich würde mich dann auch mehr öfters wie einmal breitschlagen lassen. Ne? So, oh, bleib doch noch, trink doch noch was, ja. Und dann bin ich zweimal am Überlegen, ob ich überhaupt vor die Tür gehe. Ja. Okay, wir schauen uns die nächste Karte an. So, hier haben wir Hagen, der Verrat, Mythos. Hagen ist die rechte Hand von König Gunther. Nachdem sich die Dinge in Burgund immer weiter zum Schlechten hinwenden, tötet er den Störenfried Siegfried aus dem Hinterhalt. In unseren Beziehungen fühlen wir uns hintergangen, werden enttäuscht oder sind möglicherweise das ahnungslose Opfer oder der Initiator.
eigener, ausgeklügelter Verführungsintrige. Es mag aber auch sein, dass wir im Begriff sind, unsere eigenen Ideale zu verraten, um uns durch geschicktes Mogeln einen Vorteil zu verschaffen. Hier sollten wir uns ehrlich fragen, warum unsere eigene Aufrichtigkeit auf der Strecke bleibt und wir lieber verlogene Scheinlösungen wählen und diese den zwar schwierigeren, dafür aber ehrlicheren Lösungsweg vorziehen. Feigheit? Wenn ja, vor was? Naja. Der eine ein Mörder und der andere möchte diesen Mord mitunter rächen. Es sind schon krasse Gegensätze, ne? Also ich, wenn ich ein Mann wäre und hätte eine Partnerin, würde ich vielleicht dann doch lieber 30 Minuten länger warten, bis sie ihr noch ein Getränk getrunken hat und sagt, ja komm, wir gehen. Ne? Okay. Deine Amors Botschaft. Wunder, in deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Toll. Wir haben hier als nächste Karte Springgun. Die sehe ich nie wirklich gern. Jetzt stehen sie hier auf dem Kopf. Die Karte zeigt drei eigenartige grüne Springgans mit überdimensional großen Köpfen, die in einem Steinkreis in Cornwall umhertollen. Die Deutung, wenn die Springgans in ihren Karten Kopf stehen, so sagen sie ihnen, dass sie ihre Probleme schnellstens anpacken sollten. Denn sonst werden sie immer größer, bis sie ganz unüberwindlich sind. Oh. Da solltest du auf jeden Fall aufpassen. Ja. Wenn man hier so diese Vorbereitung, Unehrlichkeit, ob das in beruflichen oder Liebesbeziehungen sind, kann der Schuss natürlich nach hinten losgehen. Das heißt, wenn du jetzt denkst, ah, da sind keine Gefühle da, das sehen wir doch ein bisschen lockerer. Es können sich aber auch Gefühle entwickeln, ja? Vielleicht in den nächsten 3 Monaten und dann beißt du dir selber in den Po, wenn du hier, ob du deinen Arbeitsplatz verlierst, den Chef hintergehst, Gelder unterschlägst. Ja, wenn du einfach unehrlich zu dir und anderen gewesen bist. Ja, also auf jeden Fall aufpassen. Und Papiere nicht auf die Seite legen, geh sie bitte an. Ja? Überweisungen auch tätigen, bevor sie hier in Überdimensionalität ausarten. Aber trotzdem habe ich hier für dich die Einhornbotschaft Hoffnung. Hier ist das Hufeisen, ja gut, das Hufeisen sollte man normalerweise anders darum aufhängen, dass das Glück hineinfällt statt heraus. Aber wir wissen, was mit dem Hufeisen gemeint ist. Auch der Regenbogen, das Topf voll Gold, der da hinten stehen sollte, gehe ich mal davon aus. Ja. Und
Sehen Sie die Dinge mit neuen Augen und erschaffen Sie die Veränderungen, die bereits auf Sie warten. Die Einhörner bieten Ihnen Hoffnung und Inspiration an, da sie nur darauf warten, Ihnen neue Hoffnung und Freude zu schenken. Dürfen Sie sich schon jetzt auf positive Veränderungen freuen. Affirmation: Ich halte Ausschau nach dem Regenbogen. Und wir kommen zu den Kängurus. Allgemein habe ich für dich das Rheingold, der Glanz. Aber es wird ja auch hier von einem Drachen bewacht. Ne? Mythos, der sagenumwogene Nibelungenhort soll ursprünglich von Zwergen geschaffen worden sein. Viele versuchen ihn zu bekommen, doch bringt er keinen seiner Eigner wirklich Glück, da allesamt an den Fluch des Goldes zugrunde ging. In der Regel handelt es sich hier um eine Angelegenheit, deren Erlangung Freude, Wohlstand oder sogar die Erfüllung lang gehegter Sehnsüchte verspricht. Dass diese kostbaren Gaben sich manchmal aber auch als etwas völlig anderes herausstellen können, zeigen unsere überzogenen Vorstellungen und Erwartungen, die wir zuweilen hegen und pflegen. Entscheidende Begegnungen liefern uns die Einsicht, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Dafür aber Schätze auf Ebenen entdeckt und gehoben werden können, die wir bisher vielleicht selbst nicht für möglich gehalten hätten. Die Zukunft wird zeigen, ob wir uns des gewonnenen Reichtums als würdig erweisen. Okay. Und wir kommen zu deinem beruflichen Thema. Die Frick. Die Seelenkraft. Mythos: Frigg ist die oberste der Assassinen und die Gemahlin Odins. Dieser befragt sie des Öfteren um Rat, da sie um die Schicksale aller Menschen und Götter weiß. Dennoch spricht die Göttin keine Weissagungen über zukünftige Ereignisse aus, da Schweigsamkeit ihr oberstes Gebot ist. In beruflichen Dingen sollten wir auf unser Gespür vertrauen und uns nicht zu Dingen drängen lassen, bei denen wir uns unsicher sind. Nicht allein die finanziell-materielle Seite, sondern ebenso, was für uns richtig gesund ist, sollte bei Entscheidungen berücksichtigt werden. Unser Unbewusstes weiß meist sehr genau, welche Erfahrungen jetzt gemacht werden können und was gemieden werden sollte. Vielleicht zieht es einen zu souveräner Kunst, visionärer Kunst, spirituellen Tätigkeiten in Form von Beratung, Lebenshilfe, persönlicher Schattenarbeit sowie zur Sozialarbeit oder auch zur verstärkten Aufmerksamkeit für Familie und Kinder.
Und jetzt bin ich auch gespannt, was das Familienthema, die Liebe bei dir mitunter mitgibt. Du hast hier die Ragnarök, den Untergang. Ja, also es wäre schade, wenn du hier eine Frau mitunter verstoßen würdest, die dich tatsächlich von Herzen liebt und sie gegen eine andere eintauscht, die vielleicht nur auf dein Geld mitunter auch schaut. Und hier Mythos. Die Ragnarök beschreibt das Schicksal der Götter, die sich in einem finalen Endkampf mit ihren Feinden, den Riesen, gegenseitig vernichten. Am Ende schleudert Surt sein Feuer über die alte Welt, die darauf untergehen muss. Beziehung. Hier kündigt sich nicht selten das Ende einer vertrauten Beziehung an, gewöhnlich von mannigfaltigen Ängsten und unguten Gefühlen, Ahnungen sowie Zukunftsängsten begleitet. Von dem einen oder anderen mag dieser endgültige Schritt insgeheim aber auch ersehnt und daher begrüßt werden, der einem nun endlich die schon lange ersehnte Freiheit in Aussicht stellt. Gerade dort, wo anfänglicher Respekt und ein liebevolles Miteinander zu einer ungesunden gegenseitigen Abhängigkeit geführt haben und einer vergifteten Atmosphäre gewichen sind, wird dieser krasse Einschnitt seine heilsamen Auswirkungen auf lange Sicht hin nicht verbergen können. Also auf der einen Seite kann es gut sein, dass hier mal auf den Tisch gehauen wird, ne, bis hierhin und nicht weiter, mir reicht's, ja, das und das passt mir nicht, dass ein Gewitter einfach auch reinigend ist und dass man hier auch weiter voranschreitet, gemeinsam. Oder man so mit den Scheuklappen weiter mit untergeht und man denkt, ja, das On-Off, 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 das funktioniert wunderbar, das macht die mit. Und sehen wir uns zu Fasching nicht und danach, wenn ich mich ausgetobt habe, dann kann ich ja wieder zu ihr hintippeln. Du musst damit rechnen, dass sie selbst jemand Neues kennenlernt. Ja? Und dass es dann kein Zurück mehr gibt. So groß die Liebe auch sein mag, wenn man die Dame zu lange warten lässt, dreht sie dir irgendwann den Rücken zu. Und achte bitte auf dein Geld, leg's bitte auf die Seite für später, gib nicht alles mit vollen Händen aus. Ja? Nimm lieber ein bisschen weniger mit und genau, nicht, dass du es vielleicht noch geklaut bekommst oder zumindest in den Brustbeutel. Aber wenn auch jemand mit dir tanzt, ja, und du hast so einen Gürtel an, wo man dann auch anfasst, ja, am Schluss ist es doch weg, ne? Also dann vielleicht doch Brustbeutel, ne? Okay, Amas Botschaft. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Das ist schon mal super. Und deine letzten zwei Botschaften. Auch hier haben wir eine Karte, die Kopf steht. Also ich habe wirklich geguckt, ich habe die ständig gedreht und mehrfach abgehoben. Ja, das wirklich.
umgedrehte und auch richtig herumliegende Karten erscheinen. Ich habe wirklich irgendwie, ob jetzt beim Frauenwochenorakel oder beim Germanischen, wirklich alle auf dem Kopf herum rausgezogen. Hat mich jetzt gewundert. Aber sie sieht wirklich schöner aus, wenn wir hier richtig herum steht. Wir haben hier mitunter die Springgans und ja, steht halt also Feenfest Lokansa. Diese Karte zeigt einen Feenhügel vor einem bewegten Sonnenuntergang in Rot und Gold. Im Hintergrund sieht man ein Feld kurz vor der Ernte und vorne im Bild stehen Kornähren. Lokansa, okay. Kornähren und Kamillenblüten. Kornähren sehe ich jetzt gar nicht. Achso, da ganz, ganz klein. In den Ecken. Gänseblümchen erkennt man noch. Eine junge Fee, die in Grün gekleidet ist, lehnt sich gegen einen Baum. Sie trägt eine Kopfbedeckung, die aus Blüten gefertigt ist. In den Bäumen hängen Springgans und Elfen mit Tierohren und halten Laternen in der Hand. Wenn die Lokansa-Karte umgekehrt erscheint, so steht dies für Undankbarkeit, furchtlose Bemühungen und einen Mangel an Anerkennung. Deine Einhornbotschaft, göttliche Sicht, sehen Sie das Göttliche in jedem Menschen. Weil die Einhörner über die göttliche Sicht verfügen, sehen sie nur das Gute in den Menschen. Diese Karte fordert sie auf, den Gott in anderen Menschen zu sehen. Dann werden diese auch anders auf sie reagieren. Affirmation: Ich sehe das Göttliche in jedem Menschen. Ja, wir sehen hier auf dem Bild Personen, die in einem Gefängnis eingeschlossen sind, aber die Tür ist offen. Wir können hier aufstehen, wir können aus den Räumlichen, aus diesem Gefängnis mitunter auch rausgehen, unsere Sichtweise mitunter ändern und aus unserem Gefängnis, das wir uns vielleicht aus Bequemlichkeit mitunter geschaffen haben, auch heraustreten und auf andere Menschen offen zugehen. So, wir haben noch die Ja-Nein-Frage und es ist, ja, glaube ich, noch zwei Amors-Botschaften mitunter dabei. Ich stelle sie mal auf. Da habe ich die Amors Botschaften für euch aufgestellt. Und ich löse die Botschaften auf. Wir haben hier einmal das Ja. Hier haben wir göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Hier haben wir
das Nein. Und hier bleib dir selbst treu. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.